Hallöchen, Loot-Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt bei eurem Bombardin. Wir spielen Bless Unleashed in der Closed Beta. Dafür habe ich einen Code bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmals. Und ja, wir werden das Ganze ein bisschen anspielen. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen wir davon machen. Ich habe nur begrenzt Zugriff auf das Spiel. Full Release ist ja dann im Frühjahr 2021. Es ist free to play. Und es soll sowohl auf PC als auch PS4 erscheinen, soweit ich informiert bin. Ja, Bless Unleashed ist ein MMORPG. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe schon ein bisschen dran herumgespielt vorher. So eine halbe Stunde mal ein bisschen reingeschaut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, da machen wir ein Angespielt draußen. Zum Schluss gebe ich euch dann ein Fazit, wie mir dieses Spiel so gefallen hat. So, jetzt sind wir hier erstmal bei den Klassen. Wir müssen uns einen neuen Charakter erstellen. Da haben wir einmal den Lichtritter mit Schwert und Schild an vorderster Front. Das sieht für mich sehr stark nach einem Tank aus. Dann haben wir den Berserker, furchtlose Krieger, die dafür bekannt sind, alles kurz und klein zu schlagen. Ja, das ist wahrscheinlich der Zweihand-Damage-Dealer. Dann haben wir den Waldläufer, Überlebenskünstler und talentierte Pfadfinder mit Pfeil und Bogen unterwegs. Wir kennen das Ganze. Dann haben wir die Magier, die brauche ich glaube ich auch nicht erklären. An dieser Stelle aber der Hinweis, Just Me hat ebenfalls einen Key bekommen für die Closed Beta. Ich durfte einen abgeben und sie wird auf ihrem Kanal dieses Spiel auch spielen. Vielleicht treffen wir uns auch mal, weiß ich noch nicht, aber wir nehmen sie jetzt erstmal getrennt voneinander auf und schauen uns dieses Spiel hier an. Und wenn es dann mal dazu kommt, dass wir Gruppenquests haben oder Dungeons, dann treffen wir uns. Also wenn ihr Bock habt, den Magier zu sehen, dann schaut gerne bei Just Me ein. Und dann haben wir last but not least noch den Priester. Ja, sieht für mich sehr stark nach Heiler aus. Also wir haben eventuell, ich kann es nicht sagen, die heilige Dreifaltigkeit, die wir aus anderen MMOs kennen. Also Tank, Damage Dealer und Heiler. Ich habe mich entschieden, ich möchte einen Lichtritter spielen. Ich habe jetzt mal den Berserker getestet und habe den Lichtritter getestet. Der Lichtritter hat mir ganz gut gefallen. Ich wollte einen Nahkämpfer spielen. Dementsprechend hat mir der Lichtritter mehr zugesagt als der Berserker. Aber vielleicht noch ganz kurz hier auf die Rassen eingehen. Den Berserker gibt es nämlich nur für, oder Berserker können nur Waage sein. Das sind die netten Gesellen hier, gibt es im männlich und weiblich. Dann haben wir von den Rassen her natürlich Menschen und Ippin. Und last but not least noch die Elfen, die können Magier oder Waldläufer sein. Wie gesagt, wir nehmen den Lichtritter. Ich nehme einen Menschen, männlich. Das gefällt mir ganz gut, glaube ich. So, dann können wir erstmal den Charakter erstellen. Ich versuche das so kurz wie möglich zu machen, möchte aber trotzdem so ein bisschen auf die einzelnen Sachen eingehen. Wir nehmen mal den hier, anpassen. Also ihr könnt hier unglaublich viele Sachen einstellen. Seht ihr hier gerade. Ihr könnt die Augenbrauen einstellen, ihr könnt die Augenbrauen dicker machen, ihr könnt den Augenwinkel, also ihr könnt im Endeffekt, könnt ihr quasi so ziemlich alles hier machen, was das Herz begehrt. Ihr könnt euch auch einen wunderschönen Alien erstellen, wenn ihr darauf steht, das ist auch in Ordnung. Dann müsst ihr nicht unbedingt Mensch spielen. So, ich gebe dem Kerle jetzt mal hier so ein bisschen blaue Augen, Augenbrauen-Typ. Na, also Wahnsinn, was man hier alles einstellen kann. So, ich hätte die gern ein bisschen buschiger, ehrlich gesagt. Aber so, mal gucken. Kriegen wir das irgendwo hin? Kriegen wir die irgendwo buschiger? Wahrscheinlich müssen wir da den Augenbrauen-Typ wählen. Ah, das sieht doch okay aus. Also ich will da gar nicht allzu viel einstellen. Der sieht auch, ich finde, der sieht auch ganz okay aus. Die Nase ist mir ein bisschen zu groß. So. Ein bisschen kleinere Nase hier. Der Nasenrücken, ne? Der ist es. Ich sag's euch. So. Kriegt erstmal eine normale Nase, der Kollege. So. Wunderbar. Nasenlochgröße. Selbst die kannst du einstellen. Also es ist echt Wahnsinn, was du hier alles auswählen kannst. Der hat mir ein bisschen zu glossige Lippen. Das muss nicht sein. Oh ja. Das wollte ich schon immer haben.
So, Lippenstiftfarbe. Ah. Jetzt sieht er doof aus, ne? Was habe ich denn jetzt, was hat der Bombi denn jetzt gemacht hier? Da. Passt, oder? Ja. Wunderbar. Stimme. Das klingt super. Nehmen wir das. Genau. Und ansonsten. Ich finde, die Haare sind hervorragend, oder? Also, gewaschen, wellig. Ach, toll. Toll. Lassen wir direkt so. Da mache ich gar nichts mehr. Ich glaube, wir lassen den Kerle so. Vielleicht schauen wir uns noch kurz die Muskeldefinition. Ja, da ist schon ein bisschen. Na, wenn es schon im Real Life nicht klappt mit dem Sixpack, dann wenigstens im MMO. So, man kann hier noch verschiedene Tätowierungen. Das ist eine schöne. Die nehme ich mal. Komm, die nehmen wir mal mit. Kopfgröße. Können wir auch noch. Ah, okay, wir können den größer und kleiner machen. Wie wir lustig sind. Ja, machen wir ihn ein bisschen größer. So. Genau, wunderbar. Passt. Wir stellen fertig. Nennen unseren Kerle Bombardin, damit da keine Missverständnisse auftreten. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Where the light ends, a black blade shall split the sky, and Luminous will return to sow the seeds of shadow once more. Famine and decay will follow in her wake, and the lash of war will be unleashed. Cries of despair will fill the air and herald the coming of the undying. An ancient seal will be broken, and an army of chaos shall rise from the breach. Only a bearer of the lantern may be able to hold darkness at the door. The die has been cast, and Luminous awoken. Before the goddess of darkness can conquer all, go forth and find the fragments of the gods. Okay. Link your Steam-Account to the official platform to receive rewards. Ja, können wir das irgendwie ausstellen vielleicht? Das wäre ganz... Ja, ja, ist ja gut jetzt. Ist ja jetzt. Ja! Okay, Moment mal. Ich schau mal kurz nach, was das soll. So, jetzt haben wir das weggekriegt. Und da stehen wir in glänzender Rüstung. Aber scheinbar nur in einem Traum. Das heißt... Das schöne Zeug wird uns leider nicht bleiben, aber ah, wir sehen hervorragend aus. Wir haben Level 40 übrigens hier. Kombo-Angriffe. Müssen wir nur noch treffen, ne? Okay, mehr Gegner. Wir können übrigens auch ausweichen, wenn wir möchten. Kostet aber Ausdauer. Das haben wir hier in dieser weißen Leiste da, die sich gerade so schön gefüllt hat. Ich spiele das Ganze übrigens mit Controller. Hat sich für mich, oder fühlt sich für mich ein bisschen besser an, um ehrlich zu sein. So, sprinten. Was haben wir denn hier? Sind das Orks? So,
So, das war der Sonnenaufgangsschlag. Man kennt ihn und liebt ihn. Fühlt sich ein bisschen wie Dark Souls an. So ein bisschen aber nur. Vom Kampfsystem her meine ich damit, ne? Weil ihr könnt da so ausweichen, ne? Und habt da so diverse Angriffe. Fühlt sich ein bisschen Dark Souls-mäßig an. Bevor jetzt die... Bevor jetzt die empörten Schreie losgehen, es fühlt sich nur so an. Ne? Vom Kampfsystem. Bitte nicht falsch verstehen. So. Oh ja. Sehr schön. Nächster bitte. Verdorbene Orkwache. Kriegt selbstverständlich auch auf die Mütze. Au. Schilddonner. Donnert gut rein. Lebt er immer noch? Jetzt nicht mehr. So, was ist hier los? Party? Na, der ist aber niedlich. Mit LT können wir blocken, okay. Oh, und hier können wir Captain America-mäßig unseren Schild werfen. Das ist geil. Verdorbener Zyklopenriese. Au. Au. Au zum zweiten. So, wenn wir LB drücken, kriegen wir, glaube ich, Specials, ne? Genau, haben wir hier mal den Gegenangriff. Hier können wir uns... Au! Angriffskraft buffen. Okay. Oh, der setzt mir ganz schön zu, der Lümmel. Komm, werfe ich mal Captain America-mäßig mein Schild hin. Der hat gesessen. Heidewitzka. Captain America. Boah. Der ist biestig, der Kerl. Aber... besiegt. Einzelspieler-Vorgeschichte spielen. Ja, das machen wir doch mal. Wir sind neuer Spieler. Ich zähle mich mal zu den Neulingen. Aufwachen, Schlafmütze. Du hast eine Aufgabe zu erledigen. Das ist unsere Bude. Das ist aber Schmuck, ne? Respekt. So ein bisschen Feuerchen. Ja, ist nicht an, glaube ich. Wird nur angestrahlt, oder? Ja, ist aber eine hübsche Bude. Also, gemütlich. Ich würde hier auch wohnen wollen. Hier noch so eine kleine Streaming-Ecke irgendwo hin. Hätte was. Sprich mit deinem Freund aus Kindertagen, Foy. Das ist der da unten. Okay.
Telanion-Insel. Authentication timed out. 1 von 2. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Oh. Ja. So, ja, weiter geht's, ne? Sprechen wir mal mit Foy. Hey there, Sleepyhead. Hey, du Schlafmütze, bist du endlich wach? Ich kann nicht glauben, dass du am Festtag ein Nickerchen machst. Tut mir leid, Foy, ich hatte einen wirklich seltsamen Traum. Merk dir das für später. Hast du vergessen, dass du dich heute um die weiße Flamme hättest kümmern sollen? Ich habe es für dich übernommen, aber eine ist noch übrig. Los, lass uns gehen. Klar, geh voran. Komm, gehen wir. Na? Oh. Also, Kinder kann man nicht töten. Vielleicht auch besser so. It feels like ages since the last festival. Puh, wir haben es geschafft. Weißt du, wie verärgert Demea gewesen wäre, wenn wir die nicht alle vor Sonnenuntergang angezündet hätten? Ach, jetzt komm schon. Sie hätte dir das schon verziehen. Die weißen Flammen Telarions waren seit 1000 Jahren nicht mehr erloschen, würde sie sagen. Bis heute. Foy hat in seiner heiligen Pflicht versagt. Er hat uns alle verdammt. Schnell, hängt ihn an seinen wuscheligen Ippin-Ohren auf. Okay, okay. Ich zünde sie schon an. Machen wir das mal. Jawohl. Ist aber eher bläulich, oder? Wow. Wow. Na also, jetzt ist die Insel vor Gefahr sicher und was noch wichtiger ist, meine schönen, schönen Ohren sind es auch. Was ist eigentlich mit dir los? Als du aus deinem Zimmer gekommen bist, sahst du aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ja, hör mir doch mal vernünftig zu, Foy. Ich hatte diesen furchtbaren Albtraum. Oh, das tut mir leid. Ich erinnere mich noch, dass du die schon damals im Waisenhaus hattest. Hast mich manchmal die ganze Nacht wach gehalten. Aber hey, es war doch nur ein Traum, oder? Und außerdem beginnt heute das Telios-Fest. Freust du dich nicht? Feuerwerk, Schauspiel, Schabiki, Süßigkeiten und Festspiele. Du kannst dir doch von einem albernen Traum einen Tag wie heute nicht verderben lassen. Ja, ich weiß nicht. Es hat sich alles so echt angefühlt. Okay, gut. Demea wird auch dort sein. Wenn dein Traum dich wirklich so verstört hat, hilft es dir vielleicht, mit ihr zu reden. Ja, das ist eine gute Idee. Danke, Foy. Irgendwie hört ihr mir gar nicht richtig zu. Das ist schon immer so ein Problem gewesen bei unserer Freundschaft. Eigentlich verstehen wir uns gut, aber... Weißt du, dieses ständige Verschwinden auch. Einfach so zack, puff, weg ist er. Hallo, schöne Frau. Weitermachen. Weißt du, er hört mir nicht richtig zu. Er verschwindet einfach. Das finde ich nicht gut. Oh. Brrrr. Oh. Die Schicksalsweberin, die Gold, richtig. Mein Mann hat Münzen genau an der Stelle vergraben gefunden, wo sie gesagt hat. Vielleicht kann die mir die Lottozahlen sagen. Was ist das? Bitte komm näher. Du hast eine äußerst ungewöhnliche Aura. Ach, das ist die Schicksalsweberin. Das ist ja super. Frau Schicksalsweberin, die Lottozahlen für morgen, bitte. Ah, I've been expecting you. Sei gegrüßt, das ist eine wunderbare Insel hier. Ich fand schon immer, dass Telarion eine starke Aura des Friedens ausstrahlt. Aber genug geplaudert. Ich nehme an, dass du einen Blick auf deine Zukunft erhaschen willst. Also die Lottozahlen wären mir lieber. Ich sehe Licht und Dunkelheit, Chaos und Hoffnung. Ich kann nicht... Nein! Genug! Was los? Leicht bekleidete Dame... Es tut mir leid. Dein Schicksal ist seltsam und verwirrend. Es dreht und wendet sich vor meinen Augen so unberechenbar und unstet wie der Wind. Viele Götter beobachten dich und viele von ihnen möchten deinen Weg beeinflussen. Sei wachsam. Ich bin mir nicht sicher, was das alles zu bedeuten hat. Du musst vorsichtig voranschreiten. Die Götter sind selten sanft zu denen, die sie ausgewählt haben. Ihre Pläne sind für Sterbliche wie dich und mich ein unergründliches Rätsel. Du kannst nur deinem eigenen Gewissen treu bleiben und auf das Beste hoffen. Kannst du mir wirklich nicht die Lottozahlen geben? Du wurdest von Hohepriesterin Demea aufgezogen, nicht? Sie dient Teleos, einem gerechten und edlen Gott. Da dies der erste Abend des Teleos-Festivals ist, kann sie ihn vielleicht um Erleuchtung bitten? Wenn es jemanden gibt, der die Pläne der Götter kennt, dann ist es sicherlich eine Hohepriesterin der Götter selbst. Na, danke, dann werde ich mal nach ihr suchen. Vielleicht kriege ich ja da die Lottozahlen.
Zukunft des Schicksalswebers. Oh, sieh nur, dieser Tag. Der Mond zieht sich zurück und die Sonne erhebt sich. Du bist ein Schiff auf tosenden Wellen und dein Schicksal steht noch nicht geschrieben. Doch eben jene Ungewissheit erfüllt dich mit Erregung und Entschlossenheit. Eines ist klar, du bist deine eigene Herrin und lässt dich nicht von anderen beeinflussen. Du hast den Segen von Teleos erhalten, eine Einladung, die Welt auf merkwürdige, doch aufregende neue Weise zu betrachten. Leere dein Bewusstsein, trenne deine Konzeption deines Selbst von Freunden und Liebhabern und Familie. Empfange die Ewigkeit in Gänze, nur dann kannst du wirklich du selbst sein und dein gesamtes Potenzial verwirklichen. Verstehe. Oder so. Wieso klatschen hier alle? Hey, bravo! Hey, guck mal meine Möhren an. Hey! Möhren! Olle! Braumeister. Ey, so einen hätte ich gern gespielt. Der sieht cool aus. Oh, Entschuldigung. Why so glum, friendo? Live a little. Hey, schön dich auf den Beinen zu sehen. Hab gehört, dir würde es nicht so gut gehen. Das mag ich auch nicht an voll, weißt du, der erzählt einfach alles herum. Sag mal, du hast nicht zufällig meinen nichtsnutzigen, rumgammelnden Assistenten irgendwo gesehen, oder? Na, wieso ist er verschwunden? Ich habe diesen Faulpelz vor fast einer Stunde losgeschickt, um dem Festmahlpastor meinen neu gebrannten Fusel zu liefern. Wenn du ihn siehst, kannst du ihm das Fass abnehmen und es für mich liefern. Das würde mir echt viel bedeuten. Na gut. Ah, du bist ein echter Kumpel. Ich wusste, dass die Hohepriesterin euch gut erzogen hat. Finde einfach meinen Assistenten, hol das Fass und bring es dem Festmahlpastor. Danke nochmal. Ach, kein Ding. Für Geld mache ich doch alles. Hallo? Ja, also der Assistent des Braumeisters übt sich in Ausdruckstanz, wie man sieht. Oh, der macht heftig Party. Alter Schwede. Du hast mich gefunden. Ist okay. Ich verspreche, ich kann alles erklären. Ich bin ja Assistent, weißt du? Ich bin am Assistieren. Muss sicherstellen, dass es genau richtig schmeckt. Die letzten Patassen waren ziemlich lecker. Vielleicht noch eine, um ganz sicher zu gehen? Nee, für dich ist Schluss, mein Freund. Das Fass nehme ich. Pass auf, das ist euer Schnaps. Na gut, dann liefere ich das mal nach Hause. Nein, wir bringen es dem Festmahlpastor. Geht in Ordnung, ja? Hat sich der Wolf gerade bewegt? Ich hätte schwören können, er hat sich bewegt. Eine verfluchte ein verfluchter, ausgestopfter Wolf. Was gibt's hier eigentlich alles? Das ist ja gruselig. Das ist eine Schnitzerei da, oder? Was da am Tisch ist, aber... Es sieht cool aus. Es sieht echt schön aus. Bislang. Ich meine, gut, die Fische jetzt nicht so, aber... Aber an sich sieht das doch ganz cool aus, alles. Na gut. Wir liefern ab. Ah, da bist du ja, die Rettung. Na gerne. Das Festbier des Braumeisters. Ich dachte, es ist Schnaps. Naja, gut. Danke für das nette Gespräch auf jeden Fall. Das nehme ich mal so an. Gut, und wie es weitergeht auf diesem Fest, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne eine positive Bewertung geben und natürlich kommentieren. Auch das hilft dem Kanal enorm. Es reicht schon, ganz kurz einfach nur gut zu schreiben und dann freue ich mich schon und gebe ein Herzchen dafür. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.